Alter Walter. Meine großartige Community, was geht ab bei euch? Friends, ich werde nicht allzu lange bei diesem Video herumreden, aber das, was heute passiert ist, das, was ich heute gesehen habe, ist das allerletzte. Ich bin auch heute ein bisschen aufgedreht, aber ich habe ein Video entdeckt, wo ich mir einfach nur denke, nee, Alter, nee, 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 kein Bock. Reiß dich zusammen, Mann. Man kennt es zum Beispiel, dass die Mutter ein Kind sehr gut erzieht. Wirklich sehr gut erzieht und natürlich das Kind dann irgendwo hingeht raus und sich dann mit Freunden anbefreundet, die ihn natürlich dann in schlechten Sachen mit einbeziehen möchten. Aber die Mutter ratet dem Sohn immer zum Guten oder dem Kind. In diesem Falle nimmt die Mutter ihr Kind, das glaube ich 3-4 Jahre alt ist, und lässt das Kind an der Zigarette rauchen. Sie ist live auf Instagram, nimmt die Zigarette und lässt es dem 3-4 Jahre alten Kind an der Zigarette ziehen. Obwohl das Kind so Grimassen zieht und die ganze Zeit macht, lässt die Mutter nicht los und sagt, nee, nimm noch einen Zug, nimm noch einen Zug, nimm noch einen Zug, Anna, nimm noch einen Zug. Friends, wie stellt ihr euch das vor? Ich werde auch euch, wie in den letzten Videos, wiederum sagen, das Video werdet ihr auf meinem Instagram finden, da ich dieses Video auch nicht auf YouTube hochladen darf. Ich kann euch nur hier in diesem Video erklären, wie meine Sichtweise ist, aber auf meinem Instagram werdet ihr das Video genau finden. Eine große Bitte an euch, wenn ihr solche Videos findet, dann schickt sie mir privat auf meinem Instagram. Wäre mega, wie gesagt, wenn ihr mir solche Videos immer wieder auf Instagram sendet. Ich werde dann daraufhin immer meine Meinung dazu sagen und die Videos dann auf meiner Instagram-Seite reposten. Danke dafür. Und an diese großartige Mutter, die sich dann wundert, wenn das Jugendamt kommt und das Kind von ihr wegnimmt. Wunder dich nicht, liebe Frau, denn das, was du tust, ist katastrophal. Wenn ein Kind 3-4 Jahre alt ist und man das Kind verpflichtet, an die Zigarette die ganze Zeit zu rauchen. In welcher Liga spielst du, Mann? Champions League oder was? Freunde, seid mir nicht böse, aber es gibt manchmal Grenzen zu setzen. Ab und zu sollte man nicht auf dumm tun, sondern ab und zu auch wirklich den Kopf einschalten. Das ist mehr als genug. Das ist mehr als genug. Und seid mir nicht böse, es gibt Menschen da draußen, die feiern sowas. Die feiern sowas. Und das sind genau diese Menschen, die schuld daran sind. Diese Frau macht es. Wenn ihr in den Kommentaren schreibt, hört auf, mach sowas nicht, was bist du für eine, dann denkt sie, ey, stopp. Aber wenn die in den Kommentaren schreiben, ja Mann, lass sie nochmal ziehen, lass sie nochmal ziehen. Was ist los, Mann? Wo ist da das Gehirn, Mann? Wo ist die Menschlichkeit? Was kann das kleine Kind dafür? Dieses 3-4 Jahre alte Kind oder 5, sagen wir 5 Jahre, Mann. Was kann das Kind dafür? Später, Bruder, später, wie ich mache gerade Video. Versteht ihr, was ich meine? Dieses Kind kann nichts dafür und schädigt ihren Körper. Umsonst, einfach so. Bewertet dieses Video, wie ihr wollt. Abonniert den Kanal, wir stehen vor den 5000 Abonnenten, was mir sehr viel bedeutet. Supportet mich, meine lieben Freunde. Das war's von mir. Geht auf meinem Instagram, Leute. Ich werde euch dann auch das Video zeigen, wie ihr mich auf Instagram findet. Abonniert mich dort, sendet mir dort weitere Videos, wenn ihr sie findet. Ich werde darauf reagieren und meine Meinung dazu sagen. Das war's. Fertig. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche dieser Frau, die das gemacht hat, Einsicht. Ich wünsche ihr, dass sie zur Vernunft kommt, dass sie genau weiß, was sie getan hat und dass sowas nicht mehr passiert. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Peace out.